Was eigentlich mit Dings? Was eigentlich mit Leon Mascher? Hat er gar nichts mehr hochgeladen im Dezember? Nee. Besser ist es. Simon Desio. Warte mal. Bruder, das kommt mir doch bekannt vor. Oder bin ich jetzt doof? Da bin ich jetzt mal gespannt. Wer hat von wem geklaut? 15.12. 17.12. Okay, alles klar. Nee, nee. Aber Wolf hat's vorher hochgeladen. Aber schaut einfach mal, Digga. Das Thumbnail, Digga. Das hat einfach geklaut, Digga. Nicht wow sagen, Challenge. 99,9% unmöglich. Und der Wolf versucht das Wort. Digga, das ist so eklig. Revi hat auch so ein Video hochgeladen, habe ich gesehen, Digga. 11.36, ich sag mindestens 5-mal Werbung. Fünfmal. Naja, eben das seine, Digga. Ich reg mich da auch nicht mehr drüber auf. Marc hat das noch vor Arrive. Zeig mal her. Ja, dass Arrive das Rad nicht neu erfunden hat, das war mir auch klar, Digga. Ja. Ja. Das ist eigentlich schon. Digga, da werde ich. Da muss ich jetzt ein. Digga, das muss ich einfach twittern. Das geht nicht anders. Das muss ich einfach twittern, Digga. Wie unkreativ kann man bitte schön sein, Digga? Wie unkreativ kann man einfach sein? Das ist halt einfach, Digga. Bruder, da muss ich groß. Ja, Marc hat das mit Sicherheit auch geklaut. Natürlich, Digga. Einfach nur noch widerwärtig, Bruder. Hat irgendjemand damit noch so ein Thumbnail? Kennt ihr irgendjemand noch? Das zweite, ja gut, aber er hat wenigstens, also das muss man ihm lassen, er hat wenigstens anderes Thumbnail genommen. Alles Luca, Digga, der ist ja, ach, Digga, der Bruder, der, Digga. Der juckt ja überhaupt nicht. Gib einfach Wow Challenge ein, ja. Ah. Da wissen wir doch, von wem es geklaut worden ist. You guys are about to witness the most satisfying video. Da wissen wir doch, von wem es geklaut worden ist. Aha. Weil es so viral ging. Es ist so widerlich. Wir haben das Video gemacht, weil es von allen Videos so richtig viral gegangen ist. Seht ihr das? Ah, guck mal. Ah, Klengarn hat das auch schon auf. Okay, gut. Mir egal. Da jetzt, mir ist es auch egal, Digga. Erstens, wo ist denn jetzt der Typ hier? Als erstes war der. Dann war er, dann war er und dann war er. YouTube 2018. Ich erzähle euch die Geschichte über Sky Guy und Fox. Pardon, ich meinte Fat Guy und Org. Minecraft Mafia, Einstieg, Klassiker, Paysafe, Ratata. Philipp? Ah, heute trete ich die Schauspieler von der Bühne. Deine einzige Begabung, Sky, du machst aus Keksen Krümel. Eure Taten, eure Lügen, alles wird heute aufgedeckt. Ich rap nicht nur, dein Bauch ist fett, dein Lächeln ist nur aufgesetzt. Ihr beide macht einen Haufen Cash. Minecraft-Kanäle, nur über 100 Euro für Minecraft-Befehle. Echt geiler Preis, wenn man geistig behindert ist. So wie Olli, der gerne kleine Kinder. Ich lenke Fox mit nem Leckerbissen ab. Spring auf Sky Guy und schneid ihm seine Hängetitten ab. Skandale inszeniert, man kann die Stimmen erkennen. Deswegen haben wir uns versammelt, um paar Dinge zu nennen. Mies, Digga, bis jetzt. Fing an bei dem kleinen Spaß in dem Kinderzimmer. Das einzige, was sie bewegt, waren ihre dicken Finger. In der Schule nannten alle Sky Guy den Seebüffel, denn er war schon aus der Puste beim WASD drücken. Philipp ist die rechte Hand, aber nicht so relevant. Denn wenn Fat Guy 5 kommt, er angerannt wär. Macht die Pläne, zieht die Fäden brav im Hintergrund. Und Sky spielt den Clown für die Kids und steht im Mittelpunkt. Was macht ihr für Business? Ihr bezahlt einen kleinen Jungen, der auf Girl macht, wenn die Stimme gepitcht ist. AV, das war mit Fitness. Big Bay, sein Bastardvater. Titel, wieder sexistisch. Damit ist gut geklickt für Estes. Alles geskriptet, die Geschichten sind erfunden. Doch sie joinen auf den Server, lügen ständig ihre Fans an. Machen auf, besorgte Bürger sind aufs Geldmachen aus. Ich komm vorbei und knock euch mit meinem Playbutton aus. Und jetzt werden wieder Ränge verkauft über die Grenzen hinaus. Es werden Eltern beklaut, Paysafe. Euer Server hat für Aufsehen gesorgt mit ner ekelhaften Masche wie das Soundsafe von Forbes. Und die ganzen kleinen Kinder, sie schreien, lass den Hater nicht rein, ruf doch mal Polizei, Paysafe. Euer Server hat für Aufsehen gesorgt und ab heute nennt euch jeder nur noch Fat Guy und Rock.
Straße kommen aus dem gleichen Bundesland. Verkehrte Welt für mich, Alice im Wunderland. Ich hab kein Geld für einen Rang, da muss ich sparen. Kleiner Tipp von Sky, Kreditkarte von der Mom. Ist sowas legitim, auf der Stelle kleine Kinder abzuziehen? So wie Fälle in der Winterfeldboutique. Schleich mich in dein Haus und nenn das ganze Splinter Cell Prinzip. Sie sind keine Mütter, doch bekommen Kindergeld for free. Schlagen Fensterscheiben ein, was für Blender kann man sein? Und die Schrift vom Hater Sky stimmt mit deiner überein. Dass ihr fake wissen die meisten, die Cops haben euch gebastelt. Ihr seid solche Assis, nicht mehr RTL kann euch leiden. Und nach dem Hater geht Forks immer live. Immerhin haben die Streams über 10.000 Likes. Er hat ein Spendenstream gestartet und dann kam es wie erwartet. Hatte Angst und war in Panik, macht aus Mitleid gerne Bares. Er denkt alles oder gar nichts. Seine Fans machen sich Sorgen, wollen ihn deswegen supporten. Einfach helfen mit Donations, was ein ekelhafter Zug. Sei mal fair zu deinen Fans und gib das Ganze einfach zu. Und jetzt werden wieder Ränge verkauft über die Grenzen hinaus. Es werden Eltern beklaut. Also bis jetzt, kleines Fazit, aber es geht etwas länger und eine Reaktion ist nicht die ganze Zeit so. Ich finde, Reportagen macht sich wirklich sehr, sehr gut. Man merkt immer eine Steigerung. Und auch den Refrain, den er singt, finde ich, hört sich einfach gut an, Digga. Und bis jetzt ist halt einfach, ja, von den beiden Michelin-Männchen, ja, die wurden gerade in Jungfahrt. Gegen den Strich. Auf nass. Hey. Euer Server hat für Aufsehen gesorgt. Mit ner ekelhaften Masche wie das Aussehen von Forbes. Und die ganzen kleinen Kinder, die schreien, lass den Hater nicht rein, ruf doch mal Polizei, Pace, hey. Euer Server hat für Aufsehen gesorgt. Und ab heute nennt euch jeder nur noch. Ich find's auch geil, ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche. Ich find's auch cool, er darf natürlich nicht von den beiden Michelin-Männchen die Gesichter zeigen, weil er dann Gefahr läuft, dass sie das Video sperren lassen können. Und ich find's cool, dass er, auch wenn es nur Minimalaufwand vielleicht ist, oder was ist minimal, dass hier die Bilder gemalt worden sind, so mäßig. Und halt auch richtig gut gemalt. Das finde ich gut. Hat was. Und die ganzen kleinen Kinder, die schreien, lass den Hater nicht rein, ruf doch mal Polizei, Pace, hey. Euer Server hat für Aufsehen gesorgt und ab heute nennt euch jeder nur noch Fat Guy und Rock. Reportagen, mein Name, ich ficke ab, schon Creator. Fat Guy unter uns, du Nutte, ich bin der Hater. Das war ich mit den toxischen Angriffen. Ich wollte dich und nicht die Schrottkiste anzünden. Nach diesem Track muss man euch reanimieren. Hört doch endlich mal auf Kuchen und drückt deinstallieren. Nichts mit regenerieren. Nicht schau in dein Shop, du Fotze, Alter, was 200, wo ist das limitiert? Was kommt als nächstes, Platte, Hater, vielleicht Geiselnamen? Rasiert euch doch die Köpfe und gründet ne Schweinefarm. Ihr seid alle dran in der Stimme, mehr Kraft als Bodybuilder. Ich bin für Asi, YouTube, Germany, der Uploadfilter. Und jetzt werden wieder Ränge verkauft über die Grenzen hinaus. Es werden Eltern beklaut, Paysay. Euer Server hat für Aufsehen gesorgt. Mit ner ekelhaften Masche, wie das aussieht von Forbes. Und die ganzen kleinen Kinder, die schreien, lass den Hater nicht rein, ruf doch mal Polizei, Pace, hey. Euer Server hat für Aufsehen gesorgt und ab heute nennt euch jeder nur noch Fat Guy und Rock. Die Hook ist auf jeden Fall sehr, sehr geil, Digga. Jetzt Fraps sein Gesicht da, Digga. Forks sein Gesicht, Digga. Dann Fraps wahrscheinlich, Digga. Forks sein Gesicht, dann würde ich es jetzt so nehmen. So an meinen Arsch drücken und dann einfach. Ah, das wäre geil, Digga. Fraps, sorry, dass ich deinen Namen erst genannt habe. Lul. Ich halt den Kreis klein, so wie Heisenberg. 24-7, hab schon lange keine Freizeit mehr. Brauche diesen Scheiß, denn ich wurde dafür geboren. Meine Tracks haben Hype, nenn es Fortnite für die Ohren. Ich rappe besser als die Rapper, die sich Rapper nennen. Ich hab kein Label, hab kein Netzwerk oder Management. Gib mir einen Mic und eine Canon Cam. Und ich zeig dir, dass ich in der Lage bin, alles und jeden wegzusprengen. Ich bin immer gleich geblieben, lass mich nicht so heiß verbiegen. Leute hören meine Tracks im Auto wie bei 187. Auf diesem Weg hab ich einiges gelernt. Viele Freunde von mir wurden falsch und haben sich entfernt. Dabei bin ich nicht rich und nicht Kommerz. Ich brauch kein dickes Auto, hab ein Fahrrad, das noch fährt.
Ja, natürlich mach ich Money mit der Scheiße, doch was zählt ist die Gemeinde und nicht nur ein paar Scheine. Ich mache weiter, auch wenn irgendwann der Hype stirbt. Ich kann nicht fallen, denn ich bleibe stehen wie Whitebeard. Bliebe treu, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Regel Nummer 2, Mund zu, man bläst nicht für Erfolg. Viele alte Freunde, die kamen und mir dann wehtaten. Hab mir alles notiert wie ein Pirat auf Seekarten. Ich hab mich nie verkauft auf diesem Weg. Ich ging immer geradeaus auf diesem Weg. Wurde euch aber doch kein anderer Mensch. Und warum wird man bestraft, wenn man an andere denkt? Und nicht nur an sich, wenn eine Freundschaft zerbricht und das nur wegen Klicks. Life is a bitch. Wir reden hier von real life. Alle Kumpels ignorieren einen, nur weil man nach sein Ziel greift. Traurig, aber wahr. Habt ihr selber keine Träume, keine Pläne? Aus einer Pfütze wurde ein Meer, doch es fing an mit einer Träne. Alles Blutsauger, die keine Gefühle haben. Bruder, der hat mich gecatcht, Alter. Aus einer Pfütze wurde ein Meer, aber alles fing an mit einer Träne. Digga, ich hab Gänsehaut. Den hab ich so noch nicht gehört, Digga. Eieiei, ich krieg so Gänsehaut gerade. Heilige Scheiße, Digga. Das war ganz mies, den brauch ich nochmal, Digga. Aber wahr, habt ihr selber keine Träume, keine Pläne? Aus einer Pfütze wird ein Meer, doch es fing an mit einer Träne. Alles Blutsauger, die keine Gefühle haben, die nur mit dir sind, solange die Flügel schlagen, die dich ausnutzen für ein bisschen Reichweite. Ihr seid Hurensöhne, asoziale Schreibweise. Real Talk, so wahr ich hier sitze, genau diesen Spruch werde ich mir tätowieren lassen, Digga. Sofort in meinen Kopf tätowieren. Heftig, Digga. Ehrlich, das lasse ich mir tätowieren. Weil das ist halt einfach Real Talk, Digga. Das habe ich bitte nicht ins Gesicht. Nee, im Gesicht ist dafür nicht genug Platz, Digga. Aber, Digga, alles fing an mit einer Pfütze. Oder aus einer Pfütze wurde ein Meer, aber alles fing an mit einer Träne. Also jetzt nicht im genauen Wort wieder. Nicht die genaue Wortwiedergabe, wie er es gesagt hat, aber Digga, das finde ich, fand ich heftig, Digga. Die sich nur melden, wenn sie mal wieder was wollen und dann ganz schnell wieder weg sind, sobald sie es bekommen. Kennt ihr diese Leute, die nach Abos oder Klicks geiern? Die dich kacke finden, aber trotzdem mitfeiern? Mache noch Bruder, aber sind nur falsche Freunde. Ich könnte jeden ficken, wenn ich wollte. Doch das ist nicht mein Ziel, was ich verfolge. Caesar ist der Einzige, der mir was bedeutet. Dieser Kanal ist bisschen älter als ein Jahr. Und mittlerweile sind wir schon 300k. 19 wird rasiert, dafür steh ich mit meinem Namen. Denn die Gemeinde rollt über den Straßen. Krank, Digga, ich brauch das nochmal. Ein bisschen Reichweite. Ihr seid Hurensöhne, asoziale Schreibweise. Ich muss mir sein, also der zweite Part, sein zweiter Track ist ganz heftig. Ist Fortnite. Besser als der Diss-Track eigentlich. Weil es so real rap ist, das liebe ich, Digga. Ich sag euch ehrlich, Reportagen hat das Potenzial. Also für mich ist das so ein kleiner San Diego vom Dinger. So ein kleiner Sponge-Boss. Und ich finde, er hat sehr, sehr viel Potenzial. Ich glaube auch, dass er sehr, sehr viel noch reißen wird, Digga. Regel Nummer 1, ich halte den Kreis klein, so wie Heisenberg. 24-7, hab schon lange keine Freizeit mehr. Brauche diesen Scheiß, denn ich wurde dafür geboren. Meine Tracks haben Hype, nenn es Fortnite für die Ohren. Ich rappe besser als die Rapper, die sich Rapper nennen. Ich hab kein Label, hab kein Netzwerk oder Management. Gib mir ein Mic und eine Can im Cam. Und ich zeig dir, dass ich in der Lage bin, alles und jeden wegzusprengen. Ich bin immer gleich geblieben, lass mich nicht für Hype verbiegen. Leute hören meine Tracks im Auto wie bei 187. Auf diesem Weg hab ich einiges gelernt. Viele Freunde von mir wurden falsch und haben sich entfernt. Dabei bin ich nicht rich und nicht Kommerz. Ich brauch kein dickes Auto, hab ein Fahrrad, das noch fährt. Ja, natürlich mach ich Money mit der Scheiße, doch was seht ist die Gemeinde und nicht nur ein paar Scheine. Ich mache weiter, auch wenn irgendwann der Hype stirbt. Ich kann nicht fallen, denn ich bleibe stehen wie Whitebeard. Bliebe treu, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Regel Nummer 2, Mund zu, man bläst nicht für Erfolg. Viele alte Freunde, die kamen und mir dann wehtaten. Hab mir alles notiert wie ein Pirat auf Seekarten. Ich hab mich nie verkauft auf diesem Weg. Ich ging immer geradeaus auf diesem Weg. Wurde euch aber doch kein anderer Mensch. Und warum wird man bestraft, wenn man an andere denkt? Und nicht nur an sich, wenn eine Freundschaft zerbricht und das nur wegen Klicks. Life is a bitch. Wir reden hier von real life, alle Kumpels ignorieren einen, nur weil man nach sein Ziel greift. Traurig, aber wahr. Habt ihr selber keine Träume, keine Pläne? Aus einer Pfütze wurde ein Meer, doch es fing an mit einer Träne. Alles Blutsauger, die keine Gefühle haben, die nur mit dir sind, solange die Flügel schlagen, die dich ausnutzen für ein bisschen Reichweite. Ihr seid Hurensöhne, asoziale Schreibweise, die sich nur melden, wenn sie mal wieder was wollen und dann ganz schnell wieder weg sind, sobald sie's bekommen. Kennt ihr diese Leute, die nach Abos oder Klicks geiern? Die dich kacke finden, aber trotzdem mitfeiern? Mache noch Bruder, aber sind nur falsche Freunde. Ich könnte jeden ficken, wenn ich wollte.
Doch das ist nicht mein Ziel, was ich verfolge. Caesar ist der Einzige, der mir was bedeutet. Mega. Dieser Kanal ist bisschen älter als ein Jahr. Und mittlerweile sind wir schon 300k. 19 wird rasiert, dafür steh ich mit meinem Namen. Denn die Gemeinde rollt über den Straßen. Digga, das ist, also das kann natürlich jeder auf sich beziehen. Aber ab dieses hatte keine Träume, keine Ziele, ist genau Real Rap, bevor ich YouTube angefangen hab. Digga, Gänsehaut. Heftig, Digga. Ganz heftig, Bruder.